13 Stück. Das Einzige, was ich halt auch finde, ist, dass wir das ein oder andere leicht übersehen könnten mit dem. Drauf geschissen. Wir beginnen einfach zum Sammeln. Let's go. Schauen wir mal. Sowieso bei so welchen Orten und alles drum und dran kann immer irgendwo was sein. Dementsprechend ist es dann ein bisschen einfacher. Dass man vielleicht dann wenigstens irgendwelche wichtigen... Ja, schau. Einfach da so mittendrin, Alter. Da ist ein Scheißdreck, da ist nichts. Da ist nichts einfacher. Aber na gut. Ich würde sagen, ja, bei den anderen zwei könnte man eine Schnellreise machen. Dementsprechend gehen wir. Ja, fix. Das ist eh das, glaube ich. Bei den anderen. Ja, bei den anderen zwei da rechts. Passt das eh, dann haben wir sie da überteilt. Dann haben wir schon mal das erste Mal wieder erledigt. Und tschüss, Papa. 13 Stück mal wieder. Bist du narrisch. Aber na gut. Da fragt man sich natürlich immer wieder, was ist an dem da so besonders. Aber das werden wir jetzt dann eh vielleicht herausfinden. Ja, haben wir schon doch, Gott, ja, vielleicht bin ich da die nächste Sehenswürdigkeit dann gewesen. Haben wir schon gedacht, Alter, was ist hier denn da? In der Hoffnung, dass ich auch wirklich alle 13 Stück finde. Ich hoffe's. Ich hoffe sehr. Und dann suchen wir wieder, wie wir da drin. Na, bist du Depper, das mit der Truhe war ja Wahnsinn. Das mit der Truhe war echt ein Wahnsinn. Bist du narrisch? Das da wieder. Wie ein Unnötiger gesucht. Wie ein Unnötiger. Haben sie sich auch doch gehabt, Alter. Wem willst du denn verarschen? Fix. Die wollen, haben sie einfach doch gehabt. Ja, jetzt verarschen wir dich einmal. Kann ich das gar nicht so nehmen? Ah, okay. Hätte auch sein können. Oh, richtig und richtig. Passt. Was? Wenn ich wenigstens so schauen könnte, wäre das perfekt, aber ich muss genau reinzoomen, so damit ich erst recht nichts sehe. Das ist das größere Verbrechen von dem Spiel. Oder das größte Verbrechen. Gerade wenn ich so Sachen suchen will, besser lieber lass mich lieber ran. Auch außerhalb, ich kann es mir ja selbst einschauen, weißt du, wie man? Ich muss sagen, gepasst. Ich stöße mir vielleicht die Zähne ein bisschen selber her. Aber er ist deppert, gell? Ja, der Aber ist definitiv deppert. Wenn du mir jetzt wieder runterspringst, ist deppert, ey. Brich ihm was. Brich ihm was, fix. Brich ihm das Knack, mir ist wurscht. Wehe, du springst. Und dann dreh mich um und du wieder unabsichtlich runterspringen. Alles klar. Das wär's. Das wär's. Aber da verstehe ich's, dass da zum Beispiel was ist, aber mitten in der Wüste. Alles klar. Sie jetzt aber auch noch ein bisschen ranzoomen, man kann ja nie wissen. Oh, da können wir vielleicht das ein oder andere mal wieder entdecken. Mal schauen. Vielleicht abgestochen. Irgendein Wichser. Das wär's. Irgendein Deppert. Irgendein depperten Abstieg. Das wäre Hit. Beziehungsweise irgendwas ab. Irgendwas wieder kaputt machen, irgendein Gerüst oder irgendwas. Das wäre auch mega. Irgendwas jedenfalls zumindest. Was mit irgendwas mehr machen. Ich will was kaputt machen. Oder eine Masse. Irgendetwas. Lass mich irgendetwas tun. Aber hier gibt es ja gar nichts, das ist ja wieder das. Nein, einmal eine Masse. Nein, einmal eine Masse an Gegnern gibt es hier. Das ist ja wieder das nächste. Da gibt es ja gar nichts. Verlassen und trostlos. Sicher. 31er, ich sag's euch. 31er. Einmal.
Bleiben wir lieber mal bei dem Flecker. Oh, das habe ich vergessen. Zweimal. Da hätten wir wenigstens auch das wieder mit der Gruppe. Das würde mir relativ taugen. Dass wir sagen könnten, okay, passt. Könnten sich mal wieder das ein oder andere widmen. Ja, das weiß ich, was das da ist. Beziehungsweise mach da die Markierung weg. Ich hol mir das. Schau einmal nur ganz kurz. Ah, da drüben ist dann eh auch noch wieder was. Okay, passt. Machen wir das so. Hol ich mir das eine, dann dort rauf, dann rechts, dann hole ich mir das eine auch noch. Dann mache ich wieder eine Schnellreise und hol mir die anderen zwei. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Kann man so lassen. Wenn ich mir das andere... Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn ich das andere sehe. Wen dann den schon? Wen dann den schon? Vielleicht schaffe ich das auch mit der Gruppe dann, dass ich mich mal abstechen darf. Wie kriege ich dann endlich die Trophäe? Das wäre es. Wie kriege ich es dann endlich? Weil da haben wir echt viele Gruppen. Da haben wir echt viel zum Abstechen. Was ist das? Müsste ich einfach nur noch das niederreißen und das mit dem Kampf. Das, wie mir das ärgert mit dem depperten Kampf. Das ist ein Wahnsinn. Das ärgert mich so dermaßen. Aber na gut. Kriegen wir auch hin. Locker kriegen wir das hin. Das sind halt so Kleinigkeiten. Die nerven, fucken ein bisschen ab. 10 Minuten im Kampf. Insgesamt oder dauerhaft. Aber dann hätte ich das so umgeschrieben, dass ich gesagt hätte, bleibe 10 Minuten lang dauerhaft im Kampf oder irgendwas. Das hätte ich jetzt vielleicht so gemacht. Aber das ist mal wieder Kritik auf höchstem Niveau. Ja! Hätte man das vielleicht ein bisschen anders schreiben können, vielleicht. Scheiß drauf. Meckern du eh sowieso, also dementsprechend. Jalla! Schon wurscht. Meckern du eh sowieso, also dementsprechend drauf geschissen. Jetzt ist er aber nur unnötig. Jetzt hat er nur immer die 10er-Zone erreicht. Ich finde das nur immer so ein Blödsinn, oder? Okay. Fliegen einfach mal durch die Gegend. Alles klar. Ich habe das genau gesehen. Ganz genau. Dass da einfach, sobald du in der Nähe der Stadt oder sonst was bist, dass der einfach kein Tempo zusammenkriegt. Da bin ich gefühlt sogar zu Fuß schneller. Sag ich da ganz ehrlich. Ich sehe jetzt gerade keinen Unterschied, ob der jetzt so schnell ist oder so. Jalla, nur noch um Stunden handeln. Bin ja fix zu Fuß schneller. 100%. 100%. Er wirkt wie eingeschlafen, der Avra. Wirkt wie eingeschlafen, aber ohne Spaß. Passt. Und nächst. Einzige Sorge ist, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Sonst drauf geschissen. Heißt X? Ein bisschen sehr verdächtig, muss ich sagen. Ein bisschen sehr, sehr verdächtig, aber okay. Bei der Oase ist auch nichts, was ich auch ein bisschen sehr, sehr komisch finde. Weil gerade bei der Oase oder bei so welchen Sachen, Ausgrabungsstätte, hätte ich vielleicht auch noch gesagt gehabt, so Codex-mäßig. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus, aber so puh. Na gut, ich würde sagen, machen wir kurz mal wieder Schnellreise, damit wir sich vielleicht die Zehnte ein oder andere sparen können. Aber schaut scheiße aus mit dir, mit die Codex-Einträge. Ja, schaut scheiße aus. Scheiße. Aber nur gut, auf ein neues. Ja, wir müssen noch 7. Wir müssen noch 7 finden. Das ja. Angst. Definitiv Angst. Dass ich nicht alles finden werde. Definitiv Angst. Aber jetzt könnte man das vielleicht einmal wenigstens
es mit der Gruppe vielleicht geschafft haben. Aber mal schauen. Also der ein oder andere wird immer safe abgestochen. Dann sind wir bei dem auch. Also mal safe jemand abgestochen wird. Zu 100%. Zu 100%. Zu 1 Million%. Zu 1 zigtausend Trilliarden%. In der Hoffnung, dass ich einfach nur meine scheiß Verfügte auf die Ecke. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich gar nicht. Ich will einfach nur meine Trophäe. Bürger! Der Kalif erinnert daran, dass auch wenn sie das daran gelegt hat. Kannst du sie ablenken? Ist gut. Glaubst du, sie kommen heute pünktlich? Wie viel waren sie gestern zu spät? Eine Stunde? Ich tu keinen Mist, lass mich! Hey! Was? Bezahl für deine Sünden! Ja, schnell weg hier. Das ist ja eh das Gute, dass ich da extra weggegangen bin. Erstens. Zweitens, vielleicht kriegt das gar keiner mit. Vielleicht kriegt das ja gar keiner mit, das ist ja das. Vielleicht kann ich jetzt wieder mit einer weitergehen. Vielleicht kann ich wieder mit einer mit dem abstechen. Mach keinen Aufstand. Zählt das jetzt noch nicht? Ich bin eh dabei, bin eh dabei. Passt. Ich weiß noch immer keine Trophäe, aber okay. Ist ja eine zuwiderste Gruppe. Ich wollte gerade sagen, so wo sind die Leute? Kannst du mir nicht erzählen, dass ich jetzt schon so viel abgestochen habe? Ich pfeife eh wie ein Volltrottel. Anscheinend habe ich mehr als genug Handhalt. Oh, verhaltet euch ruhig. Das ist aber schade. Da ist ja gar keiner da. Da ist aber wirklich gar keiner. Nein, dass ich sage, okay, passt, die zählt zu wenig, sondern wirklich gar keiner. Bisschen traurig. Ist da nicht auch noch bei der Seite auch noch irgendeiner? Ja, ich habe jetzt gehofft, dass da jetzt meine Trophäe daher ankommt, aber damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Da bin ich jetzt ehrlich sogar noch ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen sehr enttäuscht. Aber lass ich jetzt einmal so stehen. Passt, die zwei haben wir mal. Da haben wir geschaut gehabt, da habe ich auch schon geschaut gehabt, sicher. Bist deppert. Angst. Ich habe so das Gefühl, dass wir noch suchen müssen. Oder wir haben noch einen bestimmten Ort, wo wir noch 120 von den Dingern haben. Was ich eher weniger eigentlich vermuten werde. Ich finde gerade so bei den bestimmten Orten, dass es genau dort nicht ist, finde ich aber interessant. Finde ich arg. Was vielleicht jetzt sogar interessant oder wichtig sein könnte. Also eh klar, dass da nur eins ist. Das war so klar. Auch nicht. So komisch. Schade. Weißt du, so bei den ganz, ganz wichtigen Orten ist da gar nichts. Ist komisch. Echt komisch. Ich hätte gerade so bei die interessanten oder wichtigen Orte oder Ausgrabungsstätte oder irgendwas hätte ich wenigstens ins hinplatziert, aber gar nichts. Gar nichts ist ein Hund. Gar nichts ist echt ein Hund. Hier. Wieso nicht hier? Zum Beispiel.
Weißt du, was ich meine? Verschaffen wir uns einen Überblick. Verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Wieso nicht hier? Ja, wehe, du gehst gleich auf mich los. Wehe, die, wehe, die, wehe, die, Alter. Ja! Ich gleich vielleicht auch nicht. Das ist aber ein nettes Fleck, muss ich sagen. Und die ganzen Viecher und alles drum und dran, ist es schon irgendwie leimend. Verstehe ich es aber. Okay, feindliches Lager. Da. Da waren wir aber eh schon. Da waren wir eh brav. Da in der Hinsicht waren wir eh brav. Steppert. Aber so viele sind es eh nicht mehr. Zwei Stück. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen gehabt pro Bezirk. Also ich werde safe noch beim Bezirk durchschauen, aber sonst ärgert es mich. Es ärgert mich enorm. Dass natürlich mal wieder nicht alles gefunden worden ist. Verraten haben. Die Spitzel nehmen Berichte über jene entgegen, die das Kalifat und das System. Passt, hätten wir das auch erledigt. Und next. Sicher, dass da nichts gibt. 13 Stück, also 3 Stück noch insgesamt. Eins hätten wir. Eins hätten wir, Bulli. Ja. Mhm. Muss ich aber mal wieder sagen, sehr, sehr leicht zum Übersehen. Sehr, sehr leicht. In der depperten Schrift. Das war nicht schlecht gewesen. Passt. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz die Bezirke durch. Gehen wir mal ganz, ganz links einmal wieder so durch ein bisschen. Vielleicht ist ja auch mal wieder die bei allen Schriften müssen wir nochmal vorbeischauen. Winterpalast hätte ich mir auch noch vielleicht das dezente ein oder andere erwartet. Aber leider. So am Rande mal da so ein bisschen durchschauen. Bisschen vielleicht ja Infos ausblenden. Können wir sich auch noch ein bisschen leichter tun bei der Suche? Da ist mir auch nix. Weißt du, wieder beim Namen. Das wäre wieder das Geschissene. Machen wir mal noch ganz kurz die Runde. Gehen wir da so auf. Ich könnte mir relativ gut was vorstellen. Dass da noch was sein könnte. Großer Fleck. Großer Fleck, Leute. Ganz, ganz großer Fleck. Wo man sehr, sehr leicht das ein oder andere übersehen könnte. Selbst wenn ich es mal angeschaut hätte, ich gehe trotzdem nochmal durch. Hm. Kann ich nie wissen. Kann echt nie wissen. Ganz gefährlicher Hase. Mit langer, schmalen Nase. Na, aber ohne Spaß, weil die Uhr freigeht, oder? Steppert. Siehst wie gern Scheißdreck mit dem depperten Suchen. Ich habe so das Gefühl, dass wir fix nur das letzte auch noch haben.
Wir haben safe sicher irgendwo noch das letzte. Nur haben wir es bis jetzt noch nicht entdeckt. Weil irgendwas, vielleicht war das Schild dazwischen oder irgendwas in der Richtung, wo ich das sagen könnte, so, ah, scheiße. Haben wir leider übersehen. Das Fleck ist halt das Große. Das Fleck ist halt, ja, das Fleckerl ist halt sehr, sehr groß. Da kann man sehr leicht was übersehen. Immer so stückerweise, dann wieder nach rechts. Wieder ein Stück, dann wieder nach rechts. Sind wir auch? Schön das Häkchen da. Es gibt ja nicht, dass genau eins noch fehlt. Weißt du, wie mich das ärgert? Weißt du, wie mich das ärgert, dass genau ein Stück fehlt? Ich gebe die Suche nicht auf. Ich will die Suche nicht aufgeben von diesem einen Scheißstück. Gibt es nicht. Diese scheiß verfickte Wildnis und dieser scheiß Zoom. Das ist so der größte Bullshit. Sag's euch. Boah, jetzt haben wir doch gehabt die Palme. Will noch nicht locker lassen. Aber wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen was zum Absuchen. Bitzerle noch. Bitzerle. Bissel haben wir noch zum Absuchen dementsprechend. Ah, jetzt ist schon Maximum. Aber wir haben noch was zum Absuchen. Dementsprechend, ich lasse nicht locker. Allein schon da. Wieso ist da zum Beispiel nichts? Oder da. So, fettes Gebäude. Würde ich vielleicht auch sicher selber eine Markierung machen. Ist aber auch interessant, warum da eine Straße ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe das dezente Gefühl, wenn ich jetzt eine Schnellreise mache, also dass ich dann noch eine Markierung mache, dass ich es verliere. Dementsprechend hätte ich gesagt gehabt, haben wir sich einmal dorthin, dann einmal dort oben und dann können wir vielleicht. Die Straße schaut irgendwie ein bisschen verdächtig aus, weißt? Das wäre das einzige, wo wir noch nicht wirklich gewesen wären. Es schaut für mich halt einfach ein bisschen verdächtig aus, aber trotzdem, Alter. Ein so ein scheiß Wichser-Kodex. Das gibt es nicht. Ein so ein scheiß Wichser-Kodex. Geht mir das. Tut weh. Tut weh. Aber ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass es genau in dem Eckerl irgendwo sein könnte. Genau das letzte Schlusslicht, wo vielleicht was sein könnte. Mal schauen. Komplett unentspannt. Ich habe mir doch gehabt, so auf Leihwand, passt, gönnen wir sich, machen wir noch ein bisschen bam bam bam. Tschüss, Papa, aber das ist dann so dermaßen ausartet in einer Sucherei. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht erwartet. Und allein schon nicht, weil es nur noch eins gibt. Könnten wir auch vorbeischauen, meiner Meinung nach. Ja, da macht da die Schnellreise drauf geschissen.
Wenn wir da so eine Schnellreise, machen wir bam 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 und tschüss Papali. Ja, wird schon passen, wird schon passen. Die Papi, mein Nino. Wir waren zwar eh schon öfters sicher, dass es nichts gibt. Ich frage nur für einen Freund. Das ist schon ein bisschen historisch, gell? Also, ich meine ja noch. Wenn das historisch gewesen wäre, nee, dass wir wenigstens schon früher ein bisschen zeigen können, oder? Naja, fix. Yalla! Weil das hätte er gezeigt. Das hätte er definitiv gezeigt, wenn das historisch gewesen wäre. Das ist das. Dementsprechend einmal dort und einmal da schauen wir mal vorbei, ob doch nicht da vielleicht was sein könnte. In der Hoffnung, wenn nicht, dann ja, dann lasse ich das übrig und werde mir das ein anderes Mal anschauen. Dann würde ich aber auch dezent drauf scheißen. Dann würde ich aber auch aufhören. Und morgen vielleicht nach der Platin geiern. Also spätestens aber dieses Wochenende holen wir sich die Platin. Oh ja. Oh ja. Die Platin ist definitiv unser. Geht fort mit dir. Echt praktisches Pferd. Das muss ich schon lassen. Also, da kann sie mal plötzlich definitiv eine Scheibe abschneiden, gell? Yalla, yalla! Auf alle Fälle, nur plötzlich ist wenigstens in der Stadt ein bisschen schneller. Also, ja, ja und na. Ja und na, sagen wir es mal so. Vor- und Nachteile. Du bekommst deine Strafe. Wache! Du alte Baten. So. Wir machen trotzdem schon mal die nächste Markierung. Juhu. Das Davy ist ja immer frei. Passt. Da. Ungefähr da. Ich hab da eh gesehen gehabt, so eine Art Schnellreise. Die werden wir sich auch noch gönnen. Dann schauen wir mal über die Fleckern vorbei. Weil das sind ja eigentlich ja auch wichtige Momente. Bei der einen Mission könnte ich mir relativ vorstellen, dass es mir halt nicht angezeigt hätte, weil ich ja in einer Mission drinnen war. Deshalb hat er mir vielleicht gesagt gehabt, so, na, da ist nichts, bla bla, das. Dementsprechend kann ich mir das ein oder andere relativ gut vorstellen. Die suchen also nach mir. Sicher, sicher. Passt. Ich würde sagen, let's go. Ich wollte gerade sagen, so, wo ist denn da die Zente in der Nähe? Ich wollte es gerade sagen, aber ich würde trotzdem sagen, einmal nach links. Ja. Beziehungsweise ist halt eher die Frage, ob ich vielleicht sogar mit dem zu schneller bin. Das ist eh schon fertig, gell? Ja, normalerweise schon. Passt eh. Weißt du, paranoid jetzt. Bissl paranoid. Ob da nicht doch was sein könnte. Verdächtiger Hase ist aber nichts Besonderes. Passt. Haben wir sich angeschaut. Pferderle. Kann kommen. Let's go. Nächster Bereich. Ich würde sagen. Die Hitten schaut natürlich auch ein bisschen natürlich verdächtig aus. Und schön groß aber auch. Und da, na, da war auch die Mission. Ja, voll. Da war ja auch was. Dementsprechend kann ich mir da auch noch was vorstellen. Dass man sagt, erst das und das. Ich glaube aber, das hätten wir jetzt dann aber auch, glaube ich, angezeigt, oder? Leite mich, Enkidu. Langsam, glaube ich. Beziehungsweise, vielleicht hätte ich es dann eh auch schon gesehen. Oh. Okay. War nur im Busch. War nur im Busch, da will mich gleich abstechen, der Haberer. Der Urge wieder. Der Urge.
Werden wir mich jetzt nicht noch alles tot sehen? Ich frage nur für einen Freund, gell? Ah, Viteri. Hey, da bin ich auch dran, super. Ich würde sagen, next. Gönn dir, Bertale. Ja! Auf zum nächsten Ort. Wo ich trotzdem die Vermutung hätte, dass da vielleicht was sein könnte, aber ganz, ganz schwierig. Oh, da hinten? Das könnte vielleicht interessant sein. Ja, das könnte interessant sein. Das wär's. Das einzige Fleckerl, was vielleicht sogar irgendwas vielleicht beinhalten könnte. Oh, perfekt. Ui, na Gott sei Dank, da im letzten Eck. Bist du deppert, na Gott sei Dank. Halleluja. Endlich gefunden. Den Drecksbezirk. Alles gefunden. Wichtig und richtig. Na bist du deppert.